bin vor 17 Jahren nach Hamburg gezogen. Da hat der Vermieter gesagt, wenn du lecker essen gehen willst, hier um die Ecke gibt es einen relativ neuen Mexikaner, probier den doch mal aus. Da habe ich angefangen zu kellnern, bis der Laden dann zum Verkauf stand und der Vorbesitzer mich gefragt hat, ob ich mich vorstellen könnte, da das eh schon mein zweites Wohnzimmer ist, ob ich nicht den Laden komplett übernehmen möchte. Und auch ohne groß zu überlegen, habe ich ja gesagt. Jetzt gehört uns der Laden auch schon ein paar Jahre, ist unser Baby. Dosen, Gemüse oder so wird jeder rausschmecken. Und das ist uns schon sehr wichtig, dass alles super frisch ist. Ich bin Andrea. Und ich bin Frank. Und wir beide betreiben das mexikanische Restaurant Dos Amigos in Eimsbüttel. Mein Tagesjob ist normal als Buchhalterin. Als ich angefangen habe, bin ich fast geduckt zum Tisch gegangen. Inzwischen habe ich gelernt, locker mit den Menschen zu reden. Er schnackt ohne Ende. Sie hat ein paar Dinge, die ich nicht so gut drauf habe, umgekehrt genauso. Das wäre ganz gut, wenn sie mir immer einen Stups gibt. Und deswegen funktioniert das also ganz hervorragend, schon seit Jahren. Und ich hoffe, das merken die Gäste auch. Ich schnack schon wieder zu viel. Ja? Ja, neben der klassischen mexikanischen Palette ist unsere Spezialität die Sizzler. Das sind verschiedene Varianten in einer gusseisernen Pfanne direkt am Tisch serviert. Es gibt einen leckeren Beilagenteller mit verschiedenen Salaten und Dips und weiche, warme Tortillas separat, die man sich dann selber belegt, mit einem Teil aus der Beilage, Teil aus dem Pfanneninhalt und rollt sie zusammen zu solchen Wraps, Pfannkuchen. Das Dos Amigos ist für mich einfach, dass ich hier eine Anerkennung bekomme für meine Arbeit, schon allein in dem Blick der Gäste, wenn ich das Lächeln sehe, wie zufrieden und glücklich sie nach Hause gehen nach ein paar Stunden. Das ist ein Gefühl, das kriegt man so sonst nicht und das finde ich einfach nur gut.